Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zur voraussichtlich vorletzten Aufnahme von Stardew Valley. Wir arbeiten uns immer noch tatkräftig auf den Winter zu. Wir haben noch 6. Na, mit diesem sind es 7 Tage Herbst. Der neigt sich also langsam dem Ende zu. Wo habe ich denn meine Früchtchen? Hab ich die im Kühlschrank? Wo ich meine Früchte. Also. Fische? Na. Da sind sie doch. 1, 2, 3, 4, 5. Wollte schon sagen. Bin ich jetzt schon blöd? Ich hatte doch Cranberries. Was sagt der Fernseher? Haben wir vielleicht die Soßenqueen? Nein, haben wir nicht. So, das können wir verkaufen. Und dann brauchen wir eine Gießkanne. Die ist da. Müssen wir auch erstmal voll machen. Na, klasse. Schlups. Und dann gießen wir hier einmal munter. Und wir können Mais ernten. So. Und ein paar Auberginen. Ich glaube, Eggplants sind Auberginen, oder? Ich weiß es nicht. Ich esse sowas nicht. Das ist mir zu gesund. Unsere Bienen könnten ruhig mal mehr Honig produzieren. Nicht immer doppelt gießen, Mädchen. Dann reicht das Wasser nicht. Sag ich ja. Immer diese Feldarbeit. Hoffentlich haben wir in der nächsten Staffel Stardew Valley dann schon Gold. Da sind unsere Bäumchen, da ist unser Pferdchen. Das nehmen wir gleich mal mit. Gleich mal wieder ausreiten hier. Zack. Guten Morgen, die Damen. War denn alles zu ihrer Zufriedenheit die Nacht? Warum gibt es hier nur 2 große Eier und nicht 4? Was ist hier los? So, was machen wir heute? Was machen wir heute? Ich schmeiß das hier erstmal weg. Was machen wir denn heute? Das ist eine gute Frage. Könnten wir eigentlich mal wieder ein paar Geschenke verteilen? Hier noch ein paar Blümchen mit. Und ein paar Muscheln. Verteilen mal ein paar Geschenke hier an die Leute. Das ist essentiell. Vielleicht mal kurz gucken, was die Pilze sagen. Okay, die sagen nichts. Da können wir gerade so mit leben. Ein Fläumchen, das nehmen wir mit. Hoppala. Entschuldigung, kurz mal was in OBS gemacht. Würmchen. Was? Ein Dinosaurier-Ei? Alter, das würde ich gerne den Hühnern unter den Arsch stecken, damit die das ausbrüten. Leider ist es nicht hier. Vielleicht ist er oben. Wir gehen mal gucken. Kommt das Pferd da durch? Das kommt da durch. Da ist er. Du kriegst ein Fläumchen. Das ist ein großartiges Geschenk. Danke dir. Ja, wir wollen nur Geschenke verteilen. Wir wollen nicht quatschen. Ist hier oben sonst noch irgendjemand, den wir kennen? Oder irgendwas zum Aufsammeln? Nicht. Okay. So. Dann schauen wir mal hier rein. Freust du dich über Blumen?
Danke, das könnte nützlich sein. Okay, freust du dich über eine Muschel? Das war sehr gut durchdacht von dir. Nö. Du freust dich bestimmt auch über ein Blümchen. Oder auch nicht. Jack, du denkst wohl, dass ich das mag. Ich dachte ja, dann halt nicht. Ich höre da mal auf zu denken. Ich weiß auf jeden Fall, dass Sebastian das hier liebt. Ja. So, dann haben wir die hier abgeknuspert. Ich weiß gar nicht, ob meine Geschenke reichen für alle. Zack. Auf in die Stadt. Geschenke verteilen. Ein paar Träubchen. Meine. Was? Na gut. Danke, das sieht nett aus. Du kriegst eine Muschel. Was? Wann denn? Ich bin gerade verwirrt vom Spiel. Ich glaube... Naja, solange wie das beim Geschenkeverteilen passiert, ist alles okay. Das Problem habe ich nämlich auch im privaten Spiel gehabt, dann immer in Gesprächen, dass der einfach... Ich habe einmal geklickt und der hat einfach die Sprechblase, also hier das Sprechfenster, gleich wieder weggemacht. Das ist ein wirklich nettes Geschenk. Danke dir. Ja, so bin ich. Ich verteile nette Geschenke. The Wizard M. Rasmodius wishes to study the arcane properties of Smallmouth Bass. Also der Zauberer möchte schauen, ob irgendwelche arkanen Energien in einem Smallmouth Bass sind. Davon müsste man ja eigentlich noch welche haben. Oh, Caroline, komm her. Nein, nein, nein. Dann halt nicht. Lass es bleiben. Das ist sehr nett von dir. Ich mag das. Das ist doch schön. Da ist er nicht. Selbst wenn, da würden wir ja noch nicht reinkommen. Da ist er auch nicht. Es ist Montag. Wo kann die denn Montag im Herbst um die Uhrzeit sein? Weiß das einer? Wahrscheinlich nicht. Da steht der Bürgermeister. Das ist sehr nett von dir. Danke. Hier drüben irgendwo jemand? Nicht. Ich habe schon völlig vergessen, wo die immer alle rumstehen. Aber Müllwühlen, das vergesse ich nicht. Das ist wichtig. Habe ich dir schon was geschenkt? Bleh, ich hasse das. Ist ja gut. Aber du magst Blümchen, oder? Das macht nicht viel Spaß. Oh, der guckt so traurig. Scheiße, da waren das die falschen Blumen. Ah, ich habe voll die falschen Geschenke bei. Da, du kriegst eine Muschel. Nee, du kriegst... Danke! Sie ist auch nicht da. Zumindest sehe ich sie nicht. Und reinkommen wir eh nicht. Wo sind die denn alle? Nein, falscher Knopf. Oh, da ist Omi. Omi freut sich bestimmt über ein Blümchen. Wie nett. Danke dir, Liebes. Ja. Omi freut sich über Blümchen. Das ist gut. Opi ist da. Ich hoffe, Opi freut sich über ein Dino-Ei. Genau, das... Ich glaube... Ich kann das wirklich verschenken. Es müsste ihn doch eigentlich an seine Jugendzeit erinnern, oder? Ich bin gemein. Ein Geschenk? Hm. Okay, dann gefällt es dir halt nicht. Du hast schon was gekriegt, was du nicht magst. Da ist Penny beim Abwaschen. Danke dir, das sieht speziell aus. Mhm. Ich habe so Zweifel daran, ob unsere Geschenke reichen. Wir drücken das hier mal kurz Günther aufs Auge, aber erst krabbel ich in seiner Mülltonne rum. Und da ist Elliot. Ach ja, muss ja so donaten. Wo packe ich denn jetzt ein Dino-Ei hin? Da. So. Natürlich kriege ich kein Rivat dafür. Oh, ein Geschenk. Danke dir.
Ich müsste mir eigentlich auch mal unterschiedliche Stimmen für die Leute überlegen, aber ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Freust du dich darüber? Danke. Naja, vielleicht freut er sich darüber, ich weiß es nicht. Oh, pam, 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 warte, ja, warte, ich renne einfach vor. Danke, Kid. Oh, du hast was für mich? Danke. Der klingt ja mal recht freundlich, der junge Mann. Ist jetzt Feierabend? Ich kenne dich nicht. Warum sprichst du mit mir? Ich habe dir gerade was geschenkt, Junge. Wie unfreundlich. Erstmal einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Dann schauen wir mal an den Strand. Ob wir hier noch was finden zum Verschenken. Wir haben nicht mehr so viel. Alles alle. Alles aufgebraucht. Ah, da ist Dings. Abigail. Ein Geschenk, danke. Abigail, ich habe was für dich, was du liebst. Es hat dieselbe Farbe wie deine Haare. Ich liebe das so sehr. Du bist die beste, Mel. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich bin so gut wie sonst keiner. Nicht. Oh, hier liegt ja so viel. Das ist ja formidabel. Naja, so viel. Hier liegt so viel. Scheiße. Hier liegt nichts. Fehlt uns denn jetzt noch für heute? Wer ist das? Dich hatten wir schon. Geh weg. In den Saloon müssen wir noch. Die hatten wir auch schon. Guck mal, die müssen wir noch was schenken. Ja, ich habe nichts mehr wirklich. Oh, das ist süß. Danke dir. Ja. Ich weiß zwar nicht, was an einer Koralle süß ist, aber passt schon. Hier ist keiner. Okay. Ah, er ist wieder da. Ja, Evelyn sollte auch gar kein Geschenk kriegen. Danke. Wer fehlt uns denn jetzt noch? Linus, Emily, Sebastian hat sogar schon zwei gekriegt die Woche. Stimmt, weil sonntags resettet sich das immer. Sonntags, die Woche fängt ja an, schon ab sonntags zu zählen. Louis, Marnie, Vincent, Pierre, Gus, George, Pam, Demetrius, Shane, Sam, Abigail, Jody, Penny, Caroline, Lea, Robin, Maru, Elliot, Willy, Jess und Haley fehlen noch und der Zauberer und der Zwerg. Ich weiß aber halt nicht, ob es was nützt, dem Zwerg jetzt schon Geschenke zu machen. Naja, und ich glaube, an Jess kommen wir um die Uhrzeit nicht mehr ran. Haley vielleicht noch, wenn sie nicht schon in ihrem Zimmer hockt. Sei Dank nicht. Du kriegst Blümchen. Das ist so ein dummes Geschenk. Dann halt nicht. Ich dachte mal, die freut sich über Blumen. Offensichtlich nicht über alle. Blöd. Sam haben wir schon geschenkt, ne? Sam haben wir, glaube ich, schon, ja. Ja, es ist sowieso schon zu... War ja klar. Dann gehen wir halt nach Hause. Haben ja viel geschafft heute. Und ich habe das Pferd irgendwo stehen lassen. Scheiße. Ich hoffe, das kommt über Nacht alleine nach Hause. Mika, es tut mir leid. Wo bist du? Wo habe ich denn das Pferd stehen lassen? Irgendwo in der Stadt, oder? Verdammt. Oh, das arme Pferd. Egal. Ich glaube, es wird's überleben.
Vielleicht kommt sie über Nacht alleine nach Hause. Oder sie ist morgen sauer auf uns. Oh, wir haben Honig. Fairy Rose Honey und Fairy Rose Honey. Zack, 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 zack. Bams. Haben wir hier noch was zum Einschmelzen? Sieht eher nicht so aus. Nö, haben wir nicht. Haben wir nicht, kriegen wir auch nicht mehr rein. Du kommst da rein. Immer noch keine Soßenkönigin. Und unser Kätzchen schläft auch schon. Ohne mal 4000 eingenommen. Was wollten wir denn als nächstes machen? Bestimmt Kühe kaufen. Für die ich immer noch keine Namen habe. Oh, es regnet. Und das Pale Ale ist fertig. Yeah. Dann kommt da jetzt auch eine Cranberry rein. Wir brauchen ein Smallmouth Bass. Und wir brauchen heute nicht gießen. Und wir können das hier endlich reinbringen. Es ist aber sehr schön. Zack. Immer noch was zu ernten. Das ist auch sehr schön. So, erstmal verkaufen, verkaufen. Den Rest heben wir mal auf. Das Kätzchen noch streicheln. Das habe ich noch nicht getan heute. Und da steht sie auch gleich auf. Wahrscheinlich in Erwartung von Futter. Ist Mika wieder da? Gott sei Dank, Pferdchen, du hast den Weg allein nach Hause gefunden. Das ist aber gut zu wissen. Man kann das Pferd über Nacht auch mal aus Versehen irgendwo vergessen. Ja, heute ist scheiß Wetter, Mädels. Heute geht's nicht raus. Tut mir außerordentlich leid. Aber wer keine großen Eier legt, kriegt auch kein schönes Wetter dauerhaft. Irgendwann. Irgendwann kriege ich das geknackt. Irgendwann habe ich Gold. Ich hoffe, dass das mit Gold geht und dass ich nicht... Was war das? Iridium dafür brauche. Mal ein paar Bäumchen. Wir brauchen immer noch mehr Holz. Unsere Vorräte sehen immer noch recht mau aus. Wenn ich so auf meinen schlauen Zettel gucke, was ich noch alles ausbauen muss, kann, will, sehen unsere Vorräte recht mau aus. Und wir gucken mal ganz kurz bei Mani. Es ist 8.30 Uhr. Macht sie schon? Nein. Buh. Wir Kühe kaufen. Wenigstens schon mal zwei müssten drin sein, glaube ich. Und ich weiß, das Pferdchen steht noch da oben, aber ich schlage jetzt auch gerade nur Zeit tot. Ich will Kühe kaufen. Mach auf. So, jetzt hat sie auf. Oh nein, es ist Dienstag. Sie ist eh nicht da. Vergiss es. Vergiss es. Ich gehe wieder. Sie ist eh nicht da. Stellen wir dich mal kurz da ab. Und bringen dem Zauberer mal sein Fischilein. Ah, der Gegenstand, nach dem ich fragte. Deine Arbeit ist zufriedenstellend. Hier ist deine Kompensation. Auch Bezahlung genannt. Trinken. Ich musste feststellen, dass ich viel zu wenig trinke in letzter Zeit. Das geht so nicht. Das ist nicht unbedingt gesund. Also immer dran denken, genug trinken, Kinders. Ach.